Die IHK Bildungszentrum Halle der SAU GmbH beging am Donnerstag mit rund 75 geladenen Gästen ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Natürlich durfte dabei eine große Geburtstagstorte nicht fehlen. Diese wurde angeschnitten und verteilt vom Geschäftsführer des IHK BITS, Roland Liebhold. Seit ihrer Gründung hat die Kammertochter mehr als 135.000 Menschen praxisnah weitergebildet und rund 7.000 davon auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Ein Fazit über diese Erfolgsgeschichte zog Professor Dr. Thomas Brockmeier. Das Wichtigste ist vielleicht, dass der Gesellschafterauftrag sich nicht geändert hat. Der ist so aktuell wie vor 25 Jahren schon, nämlich einen Beitrag zu leisten, einen wirksamen zur Sicherung der Fachkräftebasis für die Unternehmen hier in der Region. Das hat das Bildungszentrum gut gemacht und macht es sicher auch weiterhin. Inhaltlich stand die Veranstaltung unter dem Motto lebenslanges Lernen. Dabei erfuhren die Gäste unter anderem Anregungen, wie sie Mitarbeiter durch eine familienbewusste Personalpolitik gewinnen und langfristig an sich binden können. An eins fragte Professor Brockmeier, was das IHK BITS in dem Vierteljahrhundert seines Bestehens so besonders gemacht hat. Besonders macht es, dass es sich in einer schwierigen Landschaft, Konkurrenzlandschaft, gut bewährt hat. Es gibt natürlich viele andere Bildungsträger auf diesem eng umkämpften Markt. Und die Besonderheit ist, dass das Bildungszentrum keineswegs nur Vorteile hat, dadurch, dass es eine IHK-Tochter ist, sondern auch einen nicht geringen Nachteil, nämlich es muss gewissermaßen mit angezogener Handbremse immer unterwegs sein. Denn es gibt einen organisationspolitischen und einen ordnungspolitischen Auftrag besonderer Art, nicht zu erfolgreich zu sein, um nicht Mitgliedsunternehmen der IHK-Konkurrenz zu machen. Dafür braucht es also sehr viel Geschick und Fingerspitzengefühl in der Geschäftsführung. Und das, denke ich, ist in den 25 Jahren unter dem Strich doch recht gut gelungen. Konkrete praktische Beispiele zum lebenslangen Lernen bot neben einer Infobörse der Marktplatz der Ideen, welcher von der Arbeitgeberinitiative Familienbewusstes Arbeiten des Sarosslau organisiert wurde. Die Schirmherrschaft hatte Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Peter Kuras inne. Auf dem Marktplatz der Ideen konnte man mit Experten zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, betrieblichem Gesundheitsmanagement oder der Unternehmensnachfolge ins Gespräch kommen.